Geld regiert die Welt. Wer also das Geld regiert? Einige der größten Männer in den USA, Zugang im Handel und Herstellung, haben Angst vor etwas. Sie wissen, dass es eine Macht gibt, so organisiert, subtil, aufmerksam, verzweigt und allumfassend, dass sie besser nur flüsterten, wenn sie ihre Stimme gegen sie erheben. Woodrow Wilson, ehemaliger Präsident der USA. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, wird neues Guthaben erzeugt, neue Einlagen, brandneues Geld. Graham F. Towers, Direktor der Bank von Kanada 1934 bis 1954. Der Vorgang, mit dem Banken Geld erzeugen, ist so simpel, dass der Geist ihn kaum erfassen kann. John Kenneth Galbraith, Ökonom. Erlaubt mir, das Geld eines Staates auszustellen und zu kontrollieren, und mir ist egal, wer seine Gesetze macht. Meyer Anselm Rothschild, Bankier. Geld als Schuld. Zwei große Geschehnisse bestimmen unser Leben: Liebe und Geld. Was Liebe ist, dieser Frage wurde schon ausführlich nachgegangen in Geschichten, Liedern, Büchern, Film und Fernsehen. Dasselbe kann man aber nicht über Geld sagen. Es ist nicht überraschend, dass die Geldtheorie keine Kinohits inspiriert hat. Aber sie wurde ja noch nicht einmal an den Schulen, die die meisten von uns besucht haben, erwähnt. Den meisten kommt auf die Frage, wo denn das Geld überhaupt herkommt, das Bild der Münzanstalt in den Sinn, die Noten druckt und Münzen presst. Geld, so glauben die meisten, wird von der Regierung hergestellt. Das stimmt, aber nur teilweise. Diese Symbole für Wert aus Metall und Papier, von denen wir als Geld sprechen, werden tatsächlich von einer Behörde des Staates hergestellt. Aber der Großteil des Geldes kommt nicht von diesen Anstalten, es wird hergestellt. Alltäglich und in riesigen Mengen von privaten Gesellschaften, die sich Banken nennen. Die meisten von uns glauben, dass Banken Geld verleihen, welches die Kunden ihnen anvertraut haben. Das ist zwar leicht vorstellbar, aber nicht die Wahrheit. Die Banken schaffen zwar das Geld, welches sie verleihen, aber es stammt weder aus ihren eigenen Einnahmen noch aus verwalteten Guthaben, sondern unmittelbar aus dem Versprechen des Schuldners, es zurückzuzahlen. Des Schuldners Unterschrift auf dem Vertrag stellt eine Verpflichtung dar, der Bank das Geld zurückzuzahlen, plus Zinsen. Andernfalls verliert man das Haus, das Auto oder sonstige Güter, die man als Sicherheit vorweisen musste. Das ist eine bedeutende Verbindlichkeit für den Schuldner. Und zu was verpflichtet sich die Bank durch diese Unterschrift? Die Bank darf nun das Volumen des Kredites herbeizaubern und einfach auf das Konto des Schuldners buchen. Klingt unglaublich. Das kann doch bestimmt nicht wahr sein. Aber das ist es. Um zu zeigen, wie es zu diesem Wunder des modernen Bankwesens kam, betrachten wir einmal das Märchen des Goldschmieds. Früher einmal, da wurde beinahe alles als Geld benutzt. Es musste nur handlich sein und für viele Leute einen Wert darstellen, sodass man es als Tauschmittel verwenden konnte, etwa für Nahrung, Kleidung und Unterkunft. Muscheln, hübsche Steine, ja selbst Federn wurden schon als Geld benutzt. Gold und Silber waren reizvoll, weich und einfach zu verarbeiten. Daher wurden einige Kulturen sehr erfahren im Umgang mit diesen Materialien. Goldschmiede erleichterten den Handel, indem sie Münzen gossen. Genormte Einheiten dieser Metalle, deren Gewicht und Reinheit zertifiziert war. Aber um sein Gold zu schützen, brauchte der Goldschmied einen Tresor. Und schon bald standen seine Mitmenschen vor der Tür, die einen Platz im Tresor mieten wollten, um auch ihr Gold zu schützen. Rasch hatte der Goldschmied allen Platz im Tresor vermietet und verdiente ein wenig an seinem Tresormietgewerbe. Jahre gingen ins Land.
Da machte der Goldschmied eine gerissene Beobachtung. Einleger kamen selten vorbei, um ihr eigentliches Gold abzuholen. Und sie kamen niemals alle gemeinsam. Und zwar, weil die Schecks, die der Goldschmied als Quittung für das Gold geschrieben hatte, auf dem Markt gehandelt wurden, als wären sie das Gold selbst. Dieses Papiergeld war sehr viel praktischer als schwere Münzen und Mengen konnten einfach beziffert werden, anstatt mühsam einzeln gezählt werden zu müssen. Inzwischen führte der Goldschmied noch ein weiteres Geschäft. Er verlieh sein Gold gegen Zinsen. Als sein praktisches Scheckgeld in Umlauf kam, verlangten Schuldner Kredite zunehmend in Form des Scheckgeldes anstatt des tatsächlichen Metalls. Als die Wirtschaft wuchs, wollten mehr und mehr Leute Kredite vom Goldschmied. Da kam dem Goldschmied eine noch bessere Idee. Er wusste, dass nur sehr wenige Einleger jemals ihr tatsächliches Gold zurückforderten. Da dachte er, er könne mit Leichtigkeit Schecks ausstellen, die vom Gold seiner Einleger gedeckt würden, zusätzlich zu seinem eigenen. Solange die Kredite zurückbezahlt werden würden, würden seine Kunden davon gar nichts mitbekommen und blieben schadlos. Während der Goldschmied, nun eher Bankier als Handwerker, dadurch einen weit größeren Profit machen würde, als es durch den Verleih seines eigenen Goldes möglich wäre. Jahrelang genoss der Goldschmied so im Geheimen ein gutes Einkommen von den Zinsen seiner Einlagen und der seiner Einleger. Nun als bedeutender Geldgeber wurde er ständig reicher als seine Mitbürger. Und dies zeigte er auch. Der Verdacht regte sich, dass er das Geld seiner Einleger ausgeben würde. Seine Einleger kamen zusammen und drohten damit, ihr Gold zurückzufordern. Sollte der Goldschmied nicht auspacken, woher sein plötzlicher Wohlstand käme. Entgegen möglicher Erwartungen war das keine Katastrophe für den Goldschmied. Denn trotz seines doppelten Spiels funktionierte sein Plan. Die Einleger hatten überhaupt nichts verloren. Ihr gesamtes Gold war im Tresor und somit in Sicherheit. Anstatt ihr Gold zurückzunehmen, forderten die Einleger nun, dass der Goldschmied, nun ihr Bankier, sie an seinen Geschäften beteiligte, indem er ihnen Zinsen zahlte. Das war der Anfang des Bankwesens. Der Bankier bezahlte einen geringen Zins auf Einlagen des Geldes anderer Leute, welches er dann wiederum anderen zu höheren Zins verlieh. Die Differenz deckte die Unterhaltskosten der Bank und ihren Profit. Die Logik dieses Systems ist einfach. Und sie erscheint wie ein sinnvoller Weg, die Nachfrage nach Krediten zu decken. Allerdings ist das nicht die Art und Weise, wie das Bankwesen heutzutage funktioniert. Unser Goldschmied, Bankier, war nicht zufrieden mit dem Einkommen, das übrig blieb, nachdem er die Zinsen mit seinen Einlegern teilte. Die Nachfrage nach Krediten wuchs rapide, als Europäer weltweit ausströmten. Aber die Kredite waren durch die Menge an Gold im Tresor eingeschränkt. Dann hatte er eine noch dreistere Idee. Da niemand außer ihm selber wusste, wie viel überhaupt in seinem Tresor war, konnte er sogar Schecks verleihen, die überhaupt nicht durch Gold